Hey, hier ist wieder eure Sabini und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um Body Positivity gehen. Und ich bin auf das Thema gekommen, eigentlich so natürlich durch Instagram und durch das Ganze auch, bin ich darauf aufmerksam geworden. Aber ich habe so drüber nachgedacht, was für eine Auswirkung hat es nicht nur auf uns und vor allem, was hat es für eine Auswirkung auf Jüngere, auf junge Mädels, die in der Pubertät sind. Kleine Kinder wachsen die da schon mit auf und deswegen heute im Kinderzimmer von meiner Kleinen. Aber erst will ich mal ganz kurz abstecken oder klären, was ist überhaupt Body Positivity? Diese Body Positivity Bewegung, die gibt es schon länger, die gibt es glaube ich so seit den 50er, 60er Jahren schon, aber das ist erst in den letzten Jahren so natürlich von den Amis rübergeschwappt zu uns und im Endeffekt geht es kurz gesagt um: Leb dich so, wie du bist. Akzeptiere dich so, wie du bist. Du bist schön, so wie du bist. Ja, wo kann man das sehen? Man kann das sehen ganz, ganz stark natürlich auf Social Media. Man kann es aber auch sehen in den Medien mittlerweile. Zum Beispiel, es gibt eine Darf-Werbung, wo das so schön darstellt mit unterschiedlichen Frauen von unterschiedlichen Hautfarben, unterschiedlicher Körperstatur, Größe. Ja, und im Endeffekt umgibt uns das jeden Tag mittlerweile. Und wenn man natürlich sehr viel in diesen Social Media unterwegs ist, auf YouTube und auch natürlich in den Medien offline, geht das ganz hoch. Nur so unterwegs auf der Straße analog. Da stellt man sich dann irgendwann die Frage so, ja, mag ich mich? Wie kann ich mich, zähle ich mich so zu dieser Bewegung? Oder würde ich sagen, ich akzeptiere mich oder ich mag mich nicht? Und ja, wie stehe ich zu dem Ganzen? Und ich muss sagen, mal so muss ich mittlerweile ehrlich sagen. Ich hab Tage, in denen ich, wenn ich Sport mache, wenn ich mich gesund ernähre, dann habe ich keinen Gramm abgenommen. Aber ich fühle mich trotzdem gut, dann habe ich kein Muskel aufgebaut. Aber ich fühle mich trotzdem wohl in meinem Körper, weil ich weiß, ich habe was Gutes für meinen Körper getan. Und ich schaue mich dann im Spiegel auch gerne an und dann stört mich auch die eine oder andere Fettrolle nicht, weil ich weiß, ich tue mein Bestmögliches. Wenn ich natürlich aber mich scheiße ernähre, keinen Sport mache und irgendwie Ausreden für mich selbst suche, dann auf faul und kein YouTube-Video hochlade, dann mag ich mich nicht. Dann mag ich mich hier drin nicht und dann mag ich das Außen auch nicht. Weil dann sehe ich, wenn ich eine Tüte Chips fresse, klar schmeckt mir das in dem Moment, aber wenn ich mich dann in den Spiegel stelle, dann sehe ich halt dieses Fettröllchen und denke mir, ach, da sind jetzt die Chips. Wenn ich mich gesund ernähre, habe ich dieses Fettröllchen auch, aber dann kann ich damit leben. Und so, jetzt komme ich halt auch zu dem, was ich eben so negativ an dieser ganzen Body-Positivity-Bewegung finde, ist einfach, dass es meiner Meinung nach für viele Menschen eine Ausrede ist, sich scheiße zu ernähren, keinen Sport zu machen, faul zu sein. Ich meine, Body-Positivity schließt ja eigentlich mehr ein als einfach nur das, also als einfach nur quasi dieses dick oder dünn. Zu dick oder zu dünn, so, das schließt ja eigentlich auch so eigentlich alle Menschen ein, die irgendwie zu Randgruppen gehören. Ich meine, meiner Meinung nach, es ist nicht Body Positivity, meiner Meinung nach liebst du dich nicht selber, wenn du zu Mackie fährst und Burger in dich reinfrisst, wenn du wenn ich eine 10.000 Kalorien Challenge mache, dann liebe ich mich nicht selber, weil in dem Moment behandle ich mich scheiße. Und würde ich mich selber lieben, würde ich mich nicht selbst scheiße behandeln. Und da geht es dann nicht um dieses, ich esse ab und zu mal bei Mackie oder ich gehe ab und zu mal zum Saufen mit meinen Freunden, das meine ich nicht. Sondern dieses permanente Scheiße ernähren, dieses permanente keinen Sport machen, dieses permanente nichts fürs Brain tun, dieses permanente, immer nur diese eingeschränkte Sichtweise zu haben und um sich nicht mal ein bisschen zu öffnen für andere Menschen, für andere Situationen, für andere Modestile, für alles, das ist meiner Meinung nach keine Selbstliebe.
sondern wenn du es so machst, ist es meiner Meinung nach einfach nur eine Ausrede für dich, dass du nichts tun musst und nichts an dir ändern musst. Und das finde ich einfach scheiße, dass die so eine Bewegung, die eigentlich was Gutes ist, die eigentlich jungen Mädels gerade in der Pubertät helfen soll, hätte es damals sowas schon gegeben und wäre das richtig angegangen worden, hätte mir das in der Pubertät unfassbar geholfen und hätte vielleicht einige meiner Probleme, die ich mir selbst gemacht habe, gelöst. Und die soll dafür da sein, jungen Mädels in der Pubertät einfach zu zeigen, hey, komm, dein Körper ist hier, der verändert sich jetzt halt einfach nur mal und du bist aber trotzdem schön und nur weil du Akne am Rücken hast, bist du nicht weniger wert wie jetzt ein Model, was 90, 60, 90 hat und im Fernsehen total perfekt aussieht. Und deswegen finde ich das auch gut, dass viele Frauen eben diesen Body Positivity Hashtag oder diese Mentalität, dass sie das richtig leben und einfach Bilder von sich eben ins Internet stellen, auf denen man halt auch sieht, dass sie Zellulite haben. Oder es ist auch mal schön, einen Celebrity mit Zellulite zu sehen als junges Mädchen. Das kann keiner leugnen, weil man so viele perfekte Menschen sieht den ganzen Tag auf Social Media und überall anders auch, dass es mal ganz gut tut, dass man merkt, dass man nicht der einzige Unperfekte ist. Ich meine, klar weiß man das irgendwie und klar weiß man das jetzt und ich weiß das auch jetzt, aber ich bin jetzt 26. Mit 16 und 17 habe ich wirklich gedacht, dass die Models so perfekt sind und ja, ich weiß auch, dass die Jugend nicht mehr so ist, wie sie früher war, als ich jung war. Das ist, dass die alle schon viel weiter sind und viel offener, das ist mir auch klar. Das sehe ich jedes Mal, wenn ich mich mit meiner Cousine oder meinem Cousin unterhalte, dass man mit 20 schon wirklich viel erwachsener ist, als ich früher war. Aber trotzdem schüchtert es meiner Meinung nach nicht nur junge Mädels und Jungs ein, sondern mit Sicherheit auch gestandene Männer und Frauen. Setzt sowas unfassbar unter Druck und das finde ich nicht richtig. Dass man da so perfekt, also dass man da quasi so einen auf perfekt machen muss. Und deswegen finde ich das gut, dass es diese Bewegung gibt. Aber ich finde es nicht gut, dass sie quasi für die eigenen Zwecke und für die eigene Faulheit missbraucht wird. Weil ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr euch selber liebt und wenn ihr euch selber mögt, dann tut ihr was für euch, euren Körper, eure Seele, euren Geist. Und keiner kann mir erzählen, dass er, wenn er zwischen 50 und 100 Kilo Übergewicht hat oder auch schon drunter, da brauchen wir gar nicht bei 50 Kilo anfangen, ja, da kommen wir mit 20 Kilo und Übergewicht schon anfangen, dass man sich dann wohl und gut in seinem Körper fühlt. Das kann ich einfach nicht glauben. Und der Punkt, der ja eigentlich am wichtigsten ist, ist nicht das Aussehen, weil Body Positivity, es kommt auf die inneren Werte an, ja. Genau, es kommt auf die inneren Werte an. Und was ist in uns drin, was? Gesundheit. Das ist das Allerwichtigste. Und Übergewicht zu haben ist nicht gesund. Das ist anstrengend für den Körper. Ein zu hoher Fettanteil ist nicht gut. Weil wenn ihr den ganzen Tag nur Scheiße in euch reinfrisst, dann ist es nun mal einfach so, dass ihr unterversorgt seid, dass es eurem Körper nicht gut geht. Und das kann ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass euer Körper von innen langsam zerfällt und ihr mit einem Handy da sitzt und Hashtag Body Positivity postet und ein Bild von euch in Unterwäsche, wo man aber ganz klar sieht, euch geht's nicht gut. Das kann nicht sein. Und es ist vielleicht eine Meinung, die nicht viele teilen. Es ist, wenn ihr das anders seht, könnt ihr dann. Können wir gerne darüber in den Kommentaren diskutieren, wenn wir normal diskutieren können. Aber ja, das ist meine Meinung. Ich finde es auch unverantwortlich gegenüber den Jüngeren, dass ich, wenn ich so viel Übergewicht habe, dass ich dann einen auf Hashtag Body Positivity mache, weil ich damit den Kindern suggeriere, ist es in Ordnung, ungesund und fett zu sein. Und nein, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Krankheiten, bei denen man dann halt zunimmt, wo man nichts dafür kann, sondern dass man sich absichtlich fett frisst und absichtlich den ganzen Tag nur Müll in sich reinwerft,
Und dann den jungen Mädels sagt, das ist in Ordnung. Liebt euch so, wie ihr seid. Ihr sterbt mit 30, egal. Ihr liebt euch. Genau. Das ist mit Sicherheit sinnvoll. Was soll ich sagen, meine lieben Freunde? Wenn ihr ab und zu öfter mal sehen wollt, wie ich mich über sowas aufrege, wenn ihr das auch so seht wie ich und denkt, dass euer Körper schon wichtig ist und dass die Ernährung und das alles gar nicht so wichtig ist, dann abonniert meinen Kanal und macht die kleine Glocke an, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen und bis dahin, stay tuned!